In den Schweizer Bergen ist so einiges los in diesem Sommer. Der fliegende Staudamm nennt sich diese Welturaufführung der Lufttänzertruppe Neo. Seit 10 Jahren gibt es das Cosmo Jazz Festival. Ort der Luftnummer, der alte Staudamm von Emosson. L'enjeu, c'est 76 Meter sind eine Herausforderung. Jeder Tänzer hat 2 Seile, 200 Meter lang, plus Sicherungssystem für den Problemfall. Wer will, kann den 2205 Meter hohen Festivalort oben auf dem Berg gerne zu Fuß erklimmen. Es gibt aber auch einen Shuttlebus. Veranstalter des Cosmo Festivals wollen hoch hinaus. Jazz auf Bergspitzen und Hochplateaus, denn auch Jazz ist hohe Kunst.